Frech, bunt und vielfältig. Das sind die Bewegungshorizonte des Berliner Turn- und Freizeitsportbundes. Bereits zum 19. Mal präsentieren sich Gruppen in Show, Turn, Tanz, Akrobatik oder Gymnastik. Der Vorstellungskraft sind keine Grenzen gesetzt. Mir hat am meisten so generell der Auftritt, als wir auf der Bühne standen, als die Leute applaudiert haben und dieses Gefühl einfach, es hat so viel Spaß gemacht und es war einfach so toll. Insgesamt 32 Gruppen präsentieren sich an diesem Wochenende in der Schöneberger Sporthalle. Das Ergebnis? Ein buntes Programm für alle. Mal gibt es fette Beats, mal wird es verträumt, mal akrobatisch. Auch musikalisch ist das Spektrum breit, von der Filmmusik aus Alice im Wunderland bis hin zu ABBA und R&B der 2000er ist alles dabei. Kein Wunder, dass da auch das Publikum mitgeht, der Support für die Gruppen ist überwältigend. Die Stimmung war super, das Publikum war immer gut dabei, hat für alle gejubelt und es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Eine Bewertung findet bei den Bewegungshorizonten übrigens nicht statt. In erster Linie soll es vor allem eines, Spaß machen. Für viele ist es aber auch eine gute Möglichkeit, sich für anstehende Showwettbewerbe vorzubereiten. Eine Auszeichnung gibt es dann an diesem Abend aber trotzdem noch. Die Gruppe des Vereins Gut Bewegt wird erstmals mit dem Gina-Martin-Preis ausgezeichnet. Die langjährige BTFB-Vizepräsidentin starb im Januar 2024 im Alter von 67 Jahren nach schwerer Krankheit. Im Rahmen der Bewegungshorizonte wurde ihr gedacht und gemeinsam in Erinnerung geschwelgt. Wir sind sehr überrascht, dass wir es geworden sind, dass wir ausgewählt worden sind. Vielleicht dadurch, dass wir seit 40 Jahren eben halt beim Gymnastikforum, Bewegungshorizonte dabei sind und dadurch kennen wir Gina auch schon sehr, sehr lange und es ist sehr traurig, dass sie nicht mehr unter uns ist. Und sicherlich hätten Gina Martin auch diese Bewegungshorizonte gefallen, die nun unter tosendem Applaus zu Ende gehen. 32 tolle Vorführungen haben das Publikum in ihren Bann gezogen. Und passend zum Kindertag am 1. Juni, jung, frech, bunt und vielfältig.